Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief begrüße ich Sie alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Mit unserer Kirchenkombo, die uns musikalisch einbegleitet hat, haben Sie sehen, unsere Kombo ist gewachsen. Es ist der 17. Sonntag nach Trinitatis. Und wir feiern wie jeden Gottesdienst im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Den 67. Psalm im Wechsel zu beten und zu sprechen. Alle, die auf großem Fuße leben, 44 plus, lade ich ein, mit mir zu beginnen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. Erden erkenne sein Weg. Und der allen Heiligen sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Gloria Patri et Filio. Vater und dem Sohn, Ehre, Ehre.
der Bergpredigt im Matthäusevangelium im 5. Kapitel sagt Jesus: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Lasst uns beten. Gütiger Gott, Partei zu ergreifen für die Schwächeren, Unrecht beim Namen zu nennen, gegen den Strom der Mehrheit zu schwimmen, kostet Überwindung. Hilf, die eigenen blinden Flecken zu erkennen und dort, wo wir bequem, gleichgültig und träge geworden sind, rüttle uns wach. Herr, erbarme dich unser. Meine engen Grenzen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Schriftlesung für diesen Sonntag finden wir bei Matthäus, Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Laudate, Amen. Ich lobe meinen Gott.